Ja, Faschingsfest in Horte an der Donau von den Kinderfreunden. Schaut sehr voll aus. Wir sind ausreserviert mit, weiß ich nicht wie viel Leute. Also die Halle hat für 470 Personen Platz, aber so viele Sitzplätze haben wir nicht. Also, und die Sisi macht immer die Reservierungen und das geht eh alles bestens. In einer Viertelstunde werden wir schauen, dass wir den Einzug über die Bühne bringen. Und ja, wir freuen uns zum 74 haben wir, weil eigentlich wäre das 76. heuer, nur Corona hat uns da zweimal gestrichen. Genau. Und jetzt bin ich erst 74 und nicht 76. Alles klar. Ja, und wie man so sieht, sind fast alle verkleidet. Ja, außer ich. Ja, weil Hut. Ja, ich, das ist die Minimalverkleidung ist das. Und was werden wir heute alles da erleben? Ihr werdet es heute erleben. Wir haben erstmalig eine Fotobox, wir haben die Musik bei Dude, die macht auch Spiele. Das ist der Wolfgang und der zweiten Namen weiß ich jetzt. Ist egal. Und es gibt Würsteln, es gibt Krapfen, es gibt einen schönen Tischschmuck, den der Sisi Schwester gemacht hat. Das ist ganz was Eigenes. Der hat 200 Würmchen gemacht. Also die sind ein Foto wert dann. Ja. Und bis um 17 Uhr gibt es Spaß, Spiele. Und dann hoffen wir, dass die Kinder alle müde sind und wieder beglückt nach Hause gehen. Jetzt stelle ich neben Herrn Doktor. Ja, machen Sie, also Medizin hätte ich mit, also das darf man nicht sagen, gell? Flachmann. Ja. Zufrieden mit dem Besuch? Ja, also wir sind jetzt bei ca. 250 Leuten, gell? Aber es kommen nur einige, also ich glaube, 400, gell? Spannende Geschichte, und wenn ich mir so umschaue, das sind wirklich ja fast alle verkleidet. Ne? Ab Kinderfasching, ja. Was ist denn das Highlight heute? Was war das Highlight? Jetzt ist gerade der König eingegangen. Den King haben wir gerade gesehen, ja. Ich bin da neutral. Also ich muss als Mediziner muss ich Neutralität wahren. Und absolut klar. Gibt es heute einen Einlauf auch noch? Das kommt dann, ja. Jetzt wird dann, also die Musik fängt dann bald an. Na dann warten wir schon drauf. Ne? Und dann werden wir ja schauen, wie es vorangeht. Ja. Wie gesagt, also medizinische Notfälle sind fast weg. Wenn irgendwas ist, dann bin ich jederzeit bereit. Ich habe alles mit. Also Spritzen, Pflaster, alles, ja. Zuckerl. Block, ja, alles. Kann ja jemand nachher, also erste Hilfe kann geleistet werden, ja. Kann schon nichts mehr schief gehen. Na gut, kein Problem, ja. Dankeschön. Kinderfreunde Ball, da in Ort an der Donau, tolle Stimmung, volles Haus. Ja, volles Haus, so wie eigentlich jedes Jahr. Wir glauben alle, wir schaffen es nicht, aber wir schaffen es immer wieder. Und ich habe gesagt, heute um 2:30 muss alles im Kasten sein, wie man ja sieht. Funktioniert das. Ja. Der Einzug war ja richtig professionell. Ja, wir versuchen unser Bestes. Es geht aber leider nicht allein. Ich habe ein tolles Team, wie schon auf der Bühne gesagt, alles was rotes Leiberl anhat, ist heute bei meinem Team und allein geht gar nichts. Was gibt es denn heute alles? Ja, es gibt Mehlspeisen, Kaffee und Kuchen natürlich, es gibt Würsteln, es gibt Pommes, es gibt Krapfen. Jedes Kind kriegt mit der Eintrittskarte die Würsteln gratis und die Krapfen gratis. Dann gibt es auch noch Goodies, die sind da hinten. Also die Kinder kriegen fast alles gratis. Und Zuckerwatte habe ich auch gesehen, gibt es auch? Zuckerwatte gibt es auch, ja. Kinderfreunde Obersimbrunn unterstützen uns immer mit Zuckerwatte machen. Tolle Geschichte. Ja. Ja, super, super Spannung. Die Kinder sind voll dabei.
Wir tun unser Bestes. Wir haben auch ganz tolle Sponsoren, wie ich schon erwähnt habe. Also wir haben den Blumenschmuck zum Beispiel von den Orter Tulpen. Es gibt ja in Ort schon Tulpen. Da haben wir von Herrn Florian Angeloff Blumen gekriegt. Wir haben natürlich sämtliche Spender, andere auch noch. Und wir haben dann auch eine Verlosung. Und meine Schwester ist dieses Jahr zuständig gewesen für den Tischschmuck, weil er soll ja nach Möglichkeit nichts kosten. Genau. Ja? Und die hat so kleine Sorgenwürmchen gemacht und da darf sie jetzt dann noch jeder Besucher eins mitnehmen, nach Hause nehmen. Tolle Sache. Ja, dann kann man nur sagen, dass die Kinder schön feiern und einen schönen Fasching noch. Ja, danke. Nachmittag, da wollen wir feiern, die ganze Welt, die ganze Welt.